So, ich grüße euch, liebe Astrologie-Freunde, Freunde der Astro-Polarity-Lehre, zu einem möglicherweise letzten Video im Jahre 2023, das sich um das Jahr 2024 drehen wird. Und zwar, so wie ich denke, das ist ja eh meine Art, ist nicht in so einer herkömmlichen Weise. Was ist denn jetzt alles? Was passiert mit dem Widder, dem Stier, dem Zwilling und was weiß ich, 2024, sondern ich betrachte ja, wenn ich überhaupt mundanastrologisch mal einen Blick auf Geburtsbilder werfe, betrachte ich eigentlich nur die Dinge, die aus meiner Sicht wirklich von einer eben mundanen und dann auch auf ein ganzes Jahr bezogen großen Bedeutung sind. Ich habe ja einerseits natürlich über diesen historischen Umstand, dass im Jahre 2024 der Pluto vorletztmalig im Februar und dann allerletztmalig im November, habe ich ja schon mehrere Videos drüber gemacht. Das will ich jetzt eigentlich hier nicht nochmal wiederholen, weil ihr euch diese Videos natürlich auf unserem Astro Vitalis Kanal anschauen könnt. Aber ich möchte an der Stelle trotzdem nochmal im Sinne einer Zusammenfassung sagen, dass dieses historische Ereignis, das Pluto in den Wassermann, deshalb eben wirklich historisch ist, weil die Energie des Wassermann-Archetyps vollkommen entgegengesetzt der Energie des Skorpion-Archetyps ist. Und zwar in dem Sinne, dass das Wassermännische nichts und niemandem Halt gibt und alles sozusagen in ein Nichts, was dann im Sinne des Wassermanns nach Fische, im Sinne der Fische nach dem Wassermann kommt, entlässt. Im Wassermann gibt es keinen Halt für irgendetwas. Und das skorpionische Prinzip, der skorpionische Archetyp, der ja grundsätzlich dem Prinzip der menschlichen Vorstellung entspricht. Diese Vorstellungskraft des Menschen und die Vorstellungen des Menschen, egal welche Inhalte das sind, die versuchen sich natürlich immer zu halten und sich dann auch auf andere zu übertragen, woraufhin dann das Prinzip der Macht und des Machtmissbrauchs und so weiter entsteht. Also das heißt, diese Vorstellungen, die Halt suchen und brauchen, sich also erhalten wollen, im Sinne, ich bin richtig und du bist falsch, ich bin wahr und du bist unwahr, die werden ihren Halt verlieren. Und insofern brechen also Vorstellungen in verschiedenster Art zusammen, egal welche das sind, egal in welchem Lager sie entstanden sind, ob aus der Sicht des einen Lagers im falschen oder im richtigen Lager oder aus der anderen Sicht im richtigen, im falschen Lager. Es ist vollkommen egal. Es ist so, als wenn das Schicksal die Vorstellungswelt des Menschen neu würfelt und dann entstehen möglicherweise ab 2024 auch ganz neue Ideen und Vorstellungen, unabhängig davon, dass innerhalb der Vorstellungswelt alles Mögliche existieren kann. Dieses, was dort existiert, aber nichts mit einer Wahrheit und Wirklichkeit zu tun haben muss. Und da tritt der Wassermann auch auf den Plan, das ist im doppelten Sinne zu verstehen, weil das plutonische Prinzip ist ja auch der Plan. Da tritt das Wassermann-Prinzip auf den Plan. Wassermann ist ja das Zeichen, in dem sich der Pluto befinden wird. Und das Zeichen fließt immer in den Planeten, in den Archetyp ein. Das ist die Fließrichtung der Energie. Und insofern werden also sämtliche Vorstellungen, die Menschen in nächster Zeit, oder man müsste sagen, die Menschheit nächster Zeit entwickelt, egal welchen Inhalt, werden immer sozusagen auf dem Prüfstand der Wahrheit sein. Was natürlich einerseits dazu führen kann, dass Menschen sich an der Wahrheit orientieren oder dass sie sie dennoch innerhalb ihrer Vorstellung leugnen. So, was ich jetzt allerdings für das Jahr 2024 noch wirklich von großer Bedeutung empfinde, ist Folgendes.
Im Juni 2024 wird der Jupiter, der ja ein relativ schnell laufender Planet ist, der läuft ein Jahr lang durch jedes Tierkreiszeichen durch, der wird im Juni vom Tierkreiszeichen Stier in die Zwillinge laufen und da bleibt er natürlich dann auch bis in den Sommer wahrscheinlich des Jahres 2025. Aber in dieser Zeit, wenn er also ab Juni bis Ende des Jahres, also in der zweiten Jahreshälfte 2024, in den Zwillingen läuft, hat er gleichzeitig auch ständig mit mehr oder weniger großem Orbis, aber ständig ein Quadrat auf den Saturn. Es ergibt sich also in der zweiten Hälfte 2024 eine Jupiter-Saturn-Konstellation. So, und jetzt auch hier in Kurzform, weil es ja kein Lehrvideo im klassischen Sinne ist, Folgendes dazu. Was ist Jupiter-Saturn? Für mich ist Jupiter-Saturn neben vielem anderen, aber ich versuche das jetzt auf das Thema des Videos zu beziehen, ist Jupiter-Saturn das Prinzip der sichtbar werdenden Zeit. Sichtbar werden im Sinne Jupiter, dritter Quadrant, Schütze-Prinzip. In der Vorstellung wird alles das, was mit der Zeit in irgendeiner Verbindung steht, für den Menschen, für die Menschheit, von einer besonderen Bedeutung werden. Im Grunde genommen ist es so, dass das Schütze-Jupiter-Prinzip ja auch der Glaube ist, die Hoffnung und der Zweifel. So im Sinne, also diese Dreiheit ist ganz wichtig für das Jupiter-Prinzip. Wer glaubt, muss hoffen, dass das, woran er glaubt, wahr ist. Wer glaubt, zweifelt aber auch, ob das, was er hofft, auch wahr ist. Also glauben, hoffen, zweifeln gehört immer zusammen. Und insofern ist der Jupiter das Urbild des Zweifels, was aber im Sinne des Saturnischen, das ja in dieser Konstellation dazukommt, das Urbild des Zweifels, was aber sozusagen auf den Prüfstand der Wahrheit gezogen wird. Und das bedeutet, dass die Menschen sehr gut daran beraten sind, wenn sie in ihrem Urteil über etwas, was vermeintlich wahr ist oder vermeintlich falsch ist, wenn sie da eine ganz besondere, und das entspricht dem Saturnischen, Ernsthaftigkeit und Tiefe an den Tag legen. Also Ernsthaftigkeit im Urteil über die Wahrheit. Dieses Urteil muss der Wahrheit angenähert sein. Das ist extrem wichtig. Und gleichzeitig ist es ja so, dass, wenn ich gesagt habe, dass Jupiter-Saturn das Prinzip der sichtbar werdenden Zeit ist, dass alles das, was mit dem Phänomen Zeit, und ich meine jetzt die Zeit aus der menschlichen Sicht, also das ist die Zeit im saturnischen Sinne, die auf dem Ziffernblatt vergeht von Sekunde zu Sekunde, die verrinnende Zeit, dass die Menschen sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 in der jeweiligen Weise, je nach Kultur, in der sie sich befinden, je nach politischen Situationen, in der sie sich befinden, über das Phänomen der Zeit und dass sie etwas aus menschlicher Sicht Vergängliches ist, in einer besonderen Weise Gedanken machen werden. Nach dem Motto, jeder Mensch hat eine bestimmte Zeit, Banne, zu leben. Und es ist von größter Wichtigkeit, ob man diese Zeitspanne, die man zur Verfügung gestellt bekommen hat, so oder so oder so durchmisst. Es gibt in Japan, glaube ich, es ist ein japanisches Sprichwort, die Spanne des Lebens ist immer die gleiche, egal ob ich sie mit einem lachenden oder weinenden Auge durchmesse. Und insofern wird dieses Phänomen der Zeit in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 bei sehr, sehr vielen Menschen ins Bewusstsein rücken. Und dann ist eben die Frage, ob die Menschen dann sagen, ach, ich habe keine Zeit oder jetzt wird es aber höchste Zeit. Also dieses Prinzip der Zeit, da könnt ihr ja mal drauf achten, wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 von einer Bedeutung, von einer großen Bedeutung werden. Und es ist ja so, da denke ich mal an den Ernst Jünger, deutscher Philosoph, der
ja auch interessanterweise, obwohl er mit Astrologie nichts zu tun gehabt hat, auch mal ein Essay geschrieben hat über die messbare Zeit und die Zeit, die eben nicht messbar ist im astrologischen Sinne. Und das ist also gemeint als auch als Zeitqualität. Das ist ja ein Thema, mit der die Astrologie ständig zu tun hat. Also auch ich jeden Tag in Beratungen, wo es darum geht, die Zeitqualität eines Menschen zu beachten. Und eben genau diese Zeitqualität wird ins Bewusstsein der Menschen im Jahr 2024 mehr rücken. Nach dem Motto, wir haben noch so und so lange Zeit, um dies und das zu tun. Das gilt für die Menschheit an sich, so sage ich das mal, aber natürlich auch für jeden einzelnen Menschen gemäß seines jeweiligen individuellen Geburtsbildes. Dann gibt es noch eine interessante dritte kleine Geschichte zu erzählen für 2024, obwohl die eigentlich erst ab 2025 gültig wird, aber ab dem auch ab Mitte des Jahres 2024 ist der Neptun ganz, ganz am Ende von den Fischen, also bis eine Minute vor 00 Grad Widder. Aber er geht nicht in den Widder rein. Das macht er erst im Frühjahr 2025. Aber das ist so, der Neptun in den Fischen, ja. Also Neptun in seinem eigenen Element Wasser. Als wenn er sagt so, ich bin jetzt noch ich, Neptun, ich bin die Wahrheit, die Wirklichkeit. Ich bin alles das, was größer ist als ihr. Und ich befinde mich immer noch in meiner archetypischen Heimat Fische. Und ab Frühjahr 25 werde ich in den Widder übergehen und mit einer extremen Energie. Und Widder ist ja laut Astropolarity-Lehre nicht die Energie an sich oder auch nicht die Lebensenergie, sondern die Überlebensenergie. Ganz, ganz wichtiger Unterschied, der normalerweise in der Astrologie gar nicht gemacht wird. Und das heißt, der Neptun, der die Wahrheit symbolisiert, nicht das Wissen, sondern die Wahrheit und die Weisheit, der wird mit Überlebensenergie gespeist. Hört sich gut an und ist auch gut. Aber die Frage ist letzten Endes, also für die Menschheit selber, wie weit bleibt die Menschheit in einer plutonischen Vorstellung von richtig und falsch, von gut und böse fixiert? Wie weit? Denn das wassermännische Prinzip, was auf den Pluto hier einwirken wird, wird da alles mächtig durchschütteln. Aber wir wissen ja aus der Erfahrung, aus der Geschichte der Menschheit, dass es immer wieder entsprechende Vorstellungen gibt, die für die einen stimmig sind und für die anderen nicht. Und insofern, aber ich will jetzt hier kein Seminar machen über das plutonische Prinzip, aber als Schlusswort sage ich mal, das plutonische Prinzip im Sinne auch von Transformation ist nur dann wirklich transformiert, wenn es sich selbst aufgibt, Selbstaufgabe, wenn die Vorstellungswelt sagt, es braucht mich nicht mehr, dann wird sozusagen für die Wirklichkeit genug Platz gemacht. Und wenn man die Wirklichkeit zu lange leugnet, was innerhalb der Vorstellungen ganz leicht möglich ist, dann, so hat Hannah Arendt mal gesagt, wenn man die Wirklichkeit leugnet, dann ist alles möglich. Und sowas haben wir in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren massiv erlebt. Da sind Dinge entstanden, Vorstellungen entstanden, die an Dummheit und an Groteskheit nicht zu überbieten sind. Also ich hoffe, verbunden mit guten Wünschen fürs nächste Jahr für euch, dass das plutonische Prinzip durch das Wassermann-Prinzip in die Schranken gewiesen wird und dass die Menschen sich darüber
vertieft Gedanken machen, in welcher guten Weise sie ihre Zeit des Lebens verbringen. Alles Gute euch.